Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Wir waren im letzten Part dabei, hier ein bisschen den, ich nenne ihn mal Gabbelplaneten, zu erkunden. Ich muss mal noch ein bisschen lauter machen für mich. So. Und waren auf dem Weg zu einem Tatort, glaube ich. Also wir sind hier momentan einfach fleißig dabei, diesen wunderschönen Planeten abzufahren und hat uns ein bisschen aweng über die Steine drüber gearbeitet. So ganz regulär, sag ich mal. Hat ja funktioniert. Pathfinder, hier wurde der Mord begangen, um dessen Untersuchung sie Mr. Vidal gebeten hat. I remember. Ja, dann gehen wir mal los. Alter, sind wir ja aus. Die Rüstung ist jetzt nicht so unbedingt die schönste. Wir müssen diese andere definitiv fertig erforschen, die ich jetzt angefangen hatte. Ja. Wayne Tariffs Aussage zufolge ist der Cat-Transponder hier in der Nähe vergraben. Ja, hier ist gleich beides los, ne? Wir fangen jetzt aber erstmal hiermit an. Reyes, ich bin jetzt am Tatort. Sehr gut. Ich habe einige Informationen über den Toten. Er war ein männlicher Kroganer namens Zier. Man hat ihm den Bauchpanzer herausgebrochen, bevor er erschossen wurde. Das ist aber kein schönes Ende. Armer Kerl. Das darf nicht ungestraft bleiben. Führen Sie Ihr Scanning durch. Suchen Sie nach allem, was uns einen Hinweis auf den Mörder liefern könnte. Jo, wird gemacht. Da hätte ich jetzt hier gerne den Kroganer dabei gehabt, aber... Also hier ist auf jeden Fall ein Datenpad. Was haben wir hier? Kiste. Der Inhalt der Kiste wurde nicht angetastet. Der Täter hat sie entweder übersehen oder war am persönlichen Besitz des Opfers gar nicht interessiert. Ich denke auch mal, ihr wird das wahrscheinlich wenig um Besitztum gegangen sein. Was ist denn das? Diese Fußabdrücke sind eindeutig angaranisch. Ich zähle mindestens 3 Angreifer. Die Spuren deuten auf einen Hinterhalt hin. Das passt ins Profil der Roka. Das ist doch schon mal ein Anfang. Die angaranischen Fußabdrücke führen in diese Richtung. Folgen Sie ihnen doch einfach. Mache, ich wollte nur gerne mal weiter gucken. Ich habe die Leiche einfach hier liegen lassen. Wollt ihr den nicht mal wenigstens irgendwie beerdigen oder so? Angaranisches Blut. Das passt zu Ihrer Roka-Theorie, Reyes. DNA liefert keine Hinweise auf politische Zugehörigkeiten. Scannen Sie weiter. Wir brauchen eindeutige Beweise. Hier ist noch irgendwie was? Eine Pfanne? So eine Bratpfanne, so eine richtige, was ich da am Steak anbraten oder sowas. Opa hat sich vor einem heimischen Tier auf Kadara ernährt. Schön die Tiere reingeballert. Interessant. Der Scanner macht zwar noch Scannergeräusche, aber ich... Okay, warte, bevor wir abhauen, gucken wir uns erstmal in der Bude noch um. Also da gab es ja noch einmal das Log zum Gucken. Aufgrund der jüngsten Berichte über die giftige Wasserversorgung in den Badlands wurde unsere Pläne für eine großflächige Besiedlung verworfen. Das Gebiet wird stattdessen abgeriegelt und in eine Strafkolonie umgewandelt. Sollten Sie sich dennoch entscheiden, dort zu bleiben, werden Sie als ständiger Bewohner dieses Territoriums betrachtet. Eine Rückkehr nach Kadara Port ist in diesem Fall ausgeschlossen. Okay. Jetzt ist die Frage, ist jetzt hier drin noch was zum Scannen oder nicht? Der Scanner düdelt halt hier noch irgendwie rum, aber ich glaube, ich habe jetzt hier alles gescannt. Lass einfach nochmal eine schnelle Runde drehen, nur um sicher zu gehen, damit ich nachher nicht doof dastehe. Aber ich glaube, wir haben hier alles. Das ist noch ein Datenpad. Ah. Persönliches Log von Zera. Neuer Eintrag, es sind noch mehr Minen verschwunden. Verdammte Diebe, ich lege sie gar nicht mehr aus. War sowieso nur eine blöde Vorsichtsmaßnahme. Wenn jemand den Bumm hat, sich direkt mit mir anzulegen, freue ich mich auf die Herausforderung. Ja gut, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, muss man sagen. Kann ich da noch irgendwelches Blut oder so? Nee. Na gut, dann gehen wir mal raus und folgen den Spuren, würde ich sagen. Wo sind die denn weitergegangen? Irgendwie so hier lang. Und jetzt? Ich sehe keine weiteren Spuren. Die V
Form der Abdrücke lässt auf einen Kroganer und drei Dingsbums schließen. Vielleicht muss ich den Spuren in die Bude folgen. Ich check das schon wieder nicht, was ich machen soll. Die Spuren sind ja draußen, also muss ich da draußen irgendwo auch noch mehr finden. Sieht so aus, als wären die hier einfach runtergesprungen. Ach hier, das Messer, darum geht's. Ein Messer. Der Mörder muss es auf der Flucht fallen gelassen haben. Auf der Klinge ist irgendetwas eingraviert. Ein Zuhause voller Fremder wird zu einem Gefängnis. Das sind Axuls Worte. Wir wissen nicht, ob der Täter ein Angara war. Ein Exilant könnte das Messer gestohlen haben. Mit Race beim Rokar-Versteck treffen. Okay, machen wir auf jeden Fall. Jetzt gehe ich aber vorher mal noch da rein, wenn wir eh schon hier sind. Hier gibt es nämlich noch was. Den Cat-Transponder in den Badlands finden. Ja, wenn wir dann schon mal da sind, ne? Ja, können wir das ja auch direkt mitmachen. Ja, wir sind ja eh gerade dabei, dieses Kugelgebiet einfach zu erkunden. Wir gehen einfach mal so die einzelnen Bereiche ab. Das ist nämlich hier tatsächlich, es macht zwar Spaß hier rumzufahren, aber es ist nicht ganz so einfach. Und ich würde auch sagen, also sich hier drin fortzubewegen, weil es so bergig ist. Ne? Hier kannst du nicht so einfach von A nach B fahren. Lass uns mal den Cat-Transponder suchen. Wird er hier oben drin sein oder eher unten? Hi, seid ihr nett oder seid ihr böse? Wollen bezahlen, bevor er aufgebrochen ist. Credits für das Bett und ein ramponiertes Oxidationsventil für das Wasser. Wie ramponiert? Nur ein bisschen. Riley kümmert sich darum. Okay, guten Tag, Mallox. Was ist los hier? Willkommen in Charybdis Point. Mein Name ist Mallox. Suchen Sie einen Unterschlupf? Wir haben ein paar freie Betten. Essen und sauberes Wasser kosten extra. Nicht viel Privatsphäre hier, wa? Sie haben nicht zufällig auch Einzelzimmer. Ich könnte ein Tuch spannen. Ich verzichte. Wie Sie meinen. Ich könnte ein Tuch spannen. Wissen Sie irgendwas über den ermordeten Kroganer? Einer Ihrer Nachbarn wurde ermordet. Seer ist tot? Ziemlich. Wissen Sie etwas, das mir hilft, seinen Mörder zu finden? Nein. Seer hatte die Angewohnheit, jeden zu erschießen, der seinem Rasen zu nahe kam. Trotzdem war der mürrische Mistkerl durchaus nützlich. Die meisten überlegen es sich zweimal, ob sie dich überfallen, wenn ein Kroganer nebenan wohnt. Das kann ich gut nachvollziehen, ne? Charybdis Point. Läuft Ihr Geschäft hier draußen gut? Unser Etablissement mag nicht nach viel aussehen. Aber nach ein paar Nächten in den Badlands sind wir praktisch das Hotel Azur. Saubere Betten, warmes Essen und der einzige Ort weit und breit, wo es ordentlich gefiltertes Wasser gibt. Das sind auf Kadera bedeutsame Annehmlichkeiten. Na, das glaube ich wohl. Man muss sich auch an den kleinen Dingen erfreuen, ne? Was ist Ihre Geschichte? Wie sind Sie auf Kadera gelandet? Ich bin mit Sloan von der Nexus gekommen, konnte aber Ihre Schutzgebühr nicht bezahlen. Also musste ich Kadera Port verlassen. Sie hat Sie rausgeworfen? So lauten die Regeln. Wer die Gebühr nicht bezahlt, darf nicht auf dem Berg wohnen. Die ersten Monate waren hart. Kein Wasser, keine Waffen zum Jagen. Ich dachte wirklich, ich würde hier draußen sterben. Bitte achtet mal ein bisschen darauf, wie er dieses riesige Tablet in den Händen hält, ne? Es ist einfach so an seine eine Hand dran geklebt und er wabert damit hin und her. Also man muss einfach sagen, wie es ist. Diese Animationen der Hände, auch insgesamt, wie Hände teilweise so animiert werden in diesem Game, finde ich immer wieder bemerkenswert schlecht. Also im Vergleich zu früheren Games jetzt auch beispielsweise. Das ist ja nicht das erste Mal, dass BioWare so einen Game macht. Klar, ist jetzt nicht das Wichtigste in so einem Rollenspiel, aber es haut mich halt wirklich raus, wenn ich mit dem Typen rede. Er hat dann ein riesiges Tablet einfach auf seine Pfote raufgeklebt. Das schwebt da so einfach dran, ja. Und jetzt wabert er damit rum. Er macht ja nicht mehr irgendwas Sinnvolles damit. Und eigentlich, wenn ihr mal drauf achtet, fast alle NPCs, die irgendwie rumstehen, machen immer so einen random Cycle, der leider dann auch noch nicht mal gut animiert ist. Also, dass das irgendwie auch Sinn ergeben würde, ne. Das ist doch, man guckt, ich musste die ganze Zeit drauf hingucken und frage mich so, was macht er denn da, ja. Aber Sie haben überlebt. Offensichtlich haben Sie es geschafft. Ich bin nicht 600 Jahre lang gereist, um hier zu verhungern. Ich habe andere Exilanten gefunden. Und die Theorie, gemeinsam sind wir stark getestet. Und so entstand Charybdis Point. Okay, dann lasse ich Sie auch erstmal wieder alleine, ne? Ich sollte jetzt besser gehen. Man sieht sich. Man sieht sich. Ich bin eigentlich auf der Suche nach so einem Cat-Sender. Den habe ich hier jetzt nicht gefunden. Stört es Sie, wenn ich den Behälter mal kurz inspiziere? Dankeschön. Ich gehe dann auch schon wieder, ne? Da ist noch ein Terminal.
Besucherprotokolle. Bett, Wasser, Abendessen, Reiseproviant. Bett, Wasser, Besswasser. Xenor. Okay, ein paar Leute. Uninteressant. Hausordnung, das ist interessant. Was sie in ihrer Pritsche machen, ist ihr Bier, aber machen sie es leise. Kein Diebstahl, keine Gewalt, kein Mord oder Totschlag. Aufenthalt nur in ihrer Pritsche und den Gemeinschaftsbereichen. Die Essenszeiten sind gesetzt. Wer zu spät kommt, hat Pech gehabt. Wir behalten uns das Recht vor, sie jederzeit vor die Tür zu setzen, gerne auch unsanft. Was hat das mit dem Namen auf sich? Ich war mal mit einem Menschen zusammen, der auf Mythologie stand. Malax. Okay. Dann mal weitermachen. Also, ihr habt gehört, was ihr in der Pritsche macht, bleibt in eurer Pritsche. Also, du, man muss sich auch mal entspannen, ja? In diesen Zeiten muss man sich halt auch mal entspannen. Und da bleibt ihr manchmal nur ein bisschen Alone-Time und eine Pritsche. Ja? Was ist das hier? Iridium. Hatte ich schon gescannt, jo. Sammeln. Und da haben wir den Cat-Transponder, der hier einfach so rumliegt. Okay. Ich habe ihn gefunden. Es ist eindeutig defekt. Die Energiequelle des Transponders ist erschöpft. Dann laden wir ihn wieder auf. Sobald er aktiv ist, kann Gil seine Magie wirken. Anschließend sollten wir die Position des Archons ermitteln können. Und danach auch die Meridians. Das ist das Ding? Das liegt hier einfach so rum? Das wird ein Kinderspiel. Wir machen Fortschritte. Wir bleiben doch mal realistisch, ne? Damit sind wir unserem Ziel, uns in Helios ein Zuhause aufzubauen, einen großen Schritt näher gekommen. Oh, klar. Der schwierigste Teil liegt eindeutig hinter uns. Ja. Da kann ich ihr nur zustimmen, so wohl. Ja. Reyes braucht nach wie vor ihre Hilfe bei der Untersuchung der Morde in Kedera Port. Ja, geht weiter. Eins nach dem anderen. Ich muss mich jetzt erstmal hier auf dem Planeten erkunden und am besten sofort diese Relikt-Dinge aktivieren, damit... Kampfbereit machen! Was ist denn los? Oh, da. Damit der Kuppel aufhört, weißt du? Kann ich diese Bestie eben noch scannen? Ich halt so gar nichts treffe, Mann. Beeindruckend. Keine relevanten Daten. Oh, oh. Tippen Sie das Mausrad an, um gefährlichen Situationen auszuweichen. Das müssen wir mal öfter benutzen, aber das hat man so selten gebraucht bis jetzt. Aber gut, dass es da ist. So, meine Lieben, Alter, was geht denn hier noch alles? Wir können ja dann erstmal hier weitermachen. Das sind ja so diese Reliktgebäude. Da ist eins. Eins. Da ist ein zweites und da ist ein drittes. Beim dritten waren wir ja quasi sogar schon. Aber dann lass mal eben zu dem einen hier hinfahren und gucken, ob man da schon rein kann. Nebenbei machen wir diese Dinger hier, ne? Ein Erinnerungsauslöser und 5 Leichen scannen. Ja, das sind doch die schönen Aufgaben, oder nicht, ne? Das sind doch die schönen Aufgaben. So, müssen wir mal in diese Richtung. Da ist ja auch das Reliktgebäude schon zu sehen. Jetzt fahren wir da mal vorsichtig runter. Ja, der Planet ist halt wie gesagt voller Gabbel und dieses Gift. Gebiet würde sich für einen Außenposten der Initiative eignen, Pathfinder. Damit er langfristig erfolgreich sein kann, müssen sie allerdings das Problem der Wassertoxizität auf Kedera lösen. Er scheint unter die Erde zu gehen. Ich hoffe, es gibt einen Weg darunter. Ansonsten brauchen wir einen echt großen Bohrer. Wovon redet ihr jetzt? Jetzt reden alle durcheinander. Also, okay. Wir können hier auf jeden Fall später mal ein... Noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Kein Problem, ich arbeite mal dran. Da oben ist irgendwie noch einer, sehr weit da oben. Und hier geht es wohl um die Leichen. Gucken wir hier erstmal nach der Leiche. Vorsichtig natürlich. Oh, da sind Leute. Schöner Tag für einen Spaziergang, was? Beachten Sie unseren Freund hier gar nicht. Er ist nur etwas müde. Ein kleines Nickerchen, dann ist er wieder wie neu. Okay, er springt hier rum. Noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Mit euch. Was, wir haben hier auf frischer Tat erwischt? Ach, verdammt, scheiße, da kommt jemand. Lalala, beachten Sie unseren Kumpel hier gar nicht. Der macht nur ein kleines Nickerchen, dem geht das sonst gut, ne? Nee, ist klar, Leute, macht mal schön weiter, ne? Also, ich will euch da jetzt auch nicht in die Suppe spucken, weil das ist ja euer Business. So, wir versuchen jetzt mal irgendwie in dieses Ding reinzukommen.
Oh mein Gott. Lass uns das mal auf der Map eben markieren. Tja. Dass wir mal versuchen, da die Monolithen aktivieren. Das sieht nicht nach einem Lager der Verbannten oder des Kollektivs aus. Sehen wir es uns mal genauer an. Ja, wenn du willst. Deckung? Irgendwie geht der Kanal, geht hier hinter natürlich wieder nicht in Deckung. Also das zählt nicht als Deckung, dieser Stein. Also irgendwie ist es zwar ganz nett, hier so ein Fernrohr zu haben, aber ich muss sagen, mich nervt das mehr, als dass das mir hilft. Ich glaube, ich schraub das Ding wieder ab. Ich finde, man verliert dadurch ein bisschen die Übersicht im so normalen Nahkampfgefecht. Lock me up, lock me up in my room. Oh oh. Ich glaube, das war's. Okay, nice. Schön, schön. Hier wollten wir eigentlich gar nicht hin. Wir waren auf dem Weg zu diesem Modulin, ne? Aber du, wenn man unterwegs mal so eine Basis hier sieht, dann kann man die hier auch einnehmen. Gucken wir mal, ob hier noch was Relevantes dann ist. Hier ist wenigstens noch ein Behälter. Das ist doch was Schönes. Gibt's wenigstens ein bisschen Loot. Dann zurück ins Auto und dann fahren wir da mal eben hoch und gucken, ob wir da irgendwie in den Monolithen reinkommen. Ich werde das gleich mal präferieren, ohne Spaß, diese Monolithen-Dinger, weil wir damit wahrscheinlich den Giftschlimmi-Schein entsorgen. Und da kann man sich hier natürlich deutlich angenehmer bewegen, wenn nicht überall Gift am Start ist. Also der Eingang scheint irgendwie unter der Erde zu sein. Beeilung, wir müssen ihnen helfen. Ich muss erst mal raffen, wer hier Freund und wer hier Feind ist. Was ist das? Moin Leute, wer seid ihr denn? Seid ihr nett und freundlich und warum seid ihr da? Da, mit dem können wir reden. Ein einheimischer Angara. Guten Tag. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen, aber Sie müssen jetzt gehen. Keine Sorge, Sie können mir vertrauen. Ich werde nichts anfassen, wovon ich besser die Finger lassen sollte. Versprochen. Ryder hat schon früher mit Monolithen interagiert. Wie ist das möglich? Es ist einfacher, wenn ich es Ihnen zeige. Oh, ich mach das Ding erstmal an hier, aber lass mich erstmal den Behälter öffnen. So, mal sehen, ob wir jetzt hier wieder so einen Mini-Sudoku lösen müssen. Ich hoffe nicht. Sie müssen nach den fehlenden Glyphen scannen, Pathfinder. Ja, natürlich müssen wir das. So, da ist eine. Und da hinten ist eine. Langsam müsste ich das da draußen, den Dreher raus haben, ne, mit den Glyphen. Das sollte es gewesen sein. Okay, damit haben wir alle Glyphen. Guck, ich habe mich extra in den Angara-Dress hier geworfen, damit die mir freundlich gesinnt sind, ne? Ich war alles clever gemacht hier. So, Interfacing. Ich müsste... Ich hab's. Oh? Hä? Kein Sudoku? Was ist los? Einer erledigt. Bleiben noch zwei. Haben die sich dann irgendwann gesagt, nervt nur oder was? Wieso habe ich jetzt diese Schlüssel noch gekauft? Okay, wir mussten bis jetzt jedes Mal ein Sudoku lösen. Jedes Mal, wenn wir die Dinge aktiviert haben. Und jetzt plötzlich nicht mehr. Erzähl mir nichts. Entweder ist dir nichts mehr eingefallen, oder wir haben schon alle möglichen Sudokus durch. Oder die haben selber irgendwann gemerkt, so von wegen. Weißt du, ich glaube, irgendwie macht das gar keinen Spaß. Und weißt du, ja, genau. Aber gut, jetzt haben wir halt noch ein paar Schlüssel gekauft. Ich werde die mal noch weiterkaufen, für den Fall, dass wir vielleicht doch nochmal irgendwann so einen Sudoku lösen müssen. Schau mal, hier unten wäre man reingekommen. Hätte also gar nicht über den Berg reinmeddeln müssen. Gut, dann lass uns mal auf zum nächsten machen. Ich würde sagen, wir präferieren die Dinger auch, oder? Weil, guck mal, hier ist ein Schnellreisepunkt. Den könnten wir noch mitnehmen, müssen wir sowieso hin, weil hier der nächste Ort ist. Was ist denn das? Hier können wir nochmal eine Leiche scannen. Komm, wo wir eh schon hier sind. Meine Lieben, der Hahn ist aber gerade am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet.
Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback. Natürlich wie immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.